Da ich bei meinem letzten Einsatz ein Reinigungsgerät der Firma Thyssen-Bestclose nachhaltig zerstört habe, bin ich in einen gewissen Gewissensnotstand gekommen. Es kann nicht richtig sein, harmlose Reinigungsmaterialien zu zerstören, nur um den Vorstand zu schädigen. Es muss auch andere Möglichkeiten geben. Daher überlege ich, dass ich zerstörungsfrei durch eine einfache Verhaltensänderung das gleiche Ziel erreichen kann. Dann wollen wir mal. Das geht auch. Und zur Krönung. So, fertig für heute. Nieder mit dem Vorstand.